9 mm. Schön. Ja. Mitnehmen. Hast du auch die CA-75? Jo. Oh, da hätte ich die wegschmeißen sollen. So, jetzt, wenn ich das jetzt alles mal so zusammenfasse, hier war ein alter Opa. Mit einer Waffe. Mit einer Waffe, der sich ausgezogen hat und in den Wald gesprungen ist. Oh. Schuhe. Die Schuhe nehme ich mir mal direkt, wenn die pristine sind. Oder worn. Die sind damaged. Bist du denn? Piss. Ich bin ein kleines Pisshäuschen. Da pissst du. Da liegt ein Helm. Hm. Und noch ein Helm. Das sieht ja mal interessant aus. Da ist nichts drin, ne? Ach doch, guck mal. Da geht's. Treppen nach oben. Geht schön an der Wand lang, ne? Ich seh jetzt schon kommen. Bin runtergefallen. Haben mir meine Beine gebrochen. Aber ich habe ja Sticks dabei. Schön wäre es, wenn es dann nur die Beine wären. Jetzt nochmal Klamotten. So, ich bin ganz oben und es gibt hier nisch. 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 Ist ja schade. Ich gehe wieder runter. Nicht mal ein Scheißhaus gibt's hier. Es ist erbärmlich. Ja, beschissen quasi. Max de Costa verliert Verbindung. Tja, so, dann hätten wir das auch. Mhm. So, wo gehen wir jetzt hin? Na dann. Hund? Wo wollen wir denn hin? Novi Soboa ist nicht so weit weg von hier. Südlich. Nütlich von hier. Nütlich? Nütlich. Ach, da unten. Ich wäre jetzt noch weiter nach Grishino und dann aufs Airfield. Grishino? Ach, da ist Grishino. Okay. Ach so, ja, können wir auch. Noch mal zum Devil's Castle. Ach, da gibt's auch nicht viel mehr als hier. So, da läuft's. Miau. Oh, da unten ist ja noch mehr. Tatsache. Oh, guck mal, da mal hin, ne? Miau. Ich hätte gern einen Schlitten hier. Schlitten? Ich bin durstig, sag mal. Ey, ich bin nur am Saufen hier. Mit einem Schlitten. Komm, dann. Was ist das für ein Schild? Trink alles. Ah, ne, das ist ein Ding. Ein Schild halt. Nee, so ein Häuschen ist das. Ach so, ach, so ein Wanderweg-Gedöns oder sowas. Guck mal, hier ist ein Schornstein. Kann man das reintun? Eine Waffe zum Beispiel. Dann wird die besser, wenn man das anheizt. Kann man sich dann selbst wieder schießen? Ein bisschen Zelda-Logik. Weiß ich schnell. Ja doch, da gibt's auch so. Da gibt's bei Teil 3, A Link to the Past für das Super Nintendo, da gibt's einen Brunnen. Da kannst du einfach Gegenstände reinwerfen. Okay. Da kommt eine Fee raus, die fragt dich dann, hast du das da reingeworfen? Und dann kannst du ehrlich sein und sagen, ja, ich war es, oder du sagst, nö, war ich nicht. Du bist der Einzige, der da steht, ne, aber nö, war ich nicht. Ja, und wenn du sagst, ja, war ich, dann sagt sie, naja, wenigstens bist du ehrlich und du kriegst ein besseres Item. Wie dumm. So, hier ist eine Straße. Wo waren wir jetzt? Da waren wir. Aber so wie wir auf die Straße da draufgelaufen, müssen wir rechts rum, ne? Ja. Schätze ich mal. Wie geht's mir eigentlich? Healthy, das ist schön. Ich bin auch healthy. Ich verstehe immer noch nicht, was oben die 100 bedeutet. Das ist der Zustand deiner Waffe. Echt? Würde ich jetzt mal so sagen. Das, die Zahl habe ich schon öfters gesehen. Aber unter Drinks haben sie ihn. Oh, dann trinke ich nochmal. Ja, mit. Da vorne gibt's ein Hütchen. Genau, Trink. Genau. Wir sind schon richtig. Ich bin gerade bei so einem Trinken. Ich würde hier gern mal schießen. Auf mich? Nein. Jawohl. Trink. Ach, ich hätte das Ding auch leer machen können. Trink doll. Ach, da liegst du.
Monster. The first canteen is empty now. Na, wenn ich jetzt nochmal beschwert, dass du Durst hast, bräuchte ich. Ich habe ja noch einen. Brunnen. Ich habe noch ein Fläschchen. Ja, hier macht die einen Knick. Genau. Willst du aufs Airfield? Ja, sicher. Gut. Wie viele sind wir denn? Ich wollte gerade sagen, da ist ja noch eine Julia, aber. Bedummt. Ich könnte mal meine Waffe in die Hand nehmen. Sollen wir zuerst nach. Grishino? Jo. Können wir uns noch ein bisschen eindecken, was uns dann eh nichts mehr bringt. Mal erschossen werden, ja. Genau. Müssen wir very, very, mir fällt das englische Wort nicht ein. Careful? Careful sein. Really careful? Mhm. Ja. Ich bin ganz in Blau, bis auf meinen Helm. Ich bin relativ grün. Ja, ich wollte gerade sagen, ich hätte gerne grüne Klamotten. Grüne Klamotten mit K. Grün? Ich bin so klug. Ich bin so klug. K-L-U-K. Ich mein K-L-U-G. Und jetzt? Klassischer Homer. Die rechte Straße. Ja, das Y, was nach unten geht. Mhm. Du hast Spaß am Laufen, ne? Ja. Und ich habe hier 27 Frames. Frames. Ja. Ich auch. 26. Aber es schwankt zwischen 29 und 27. 25, ich 31. Ich habe 34. Gut, ich habe gesagt, du sollst mit 30 aufnehmen, Mann. Wollte er nicht. Hat er keine Lust zu. Naja. Grishino soll es ja auch 2, 3, 4 Autos geben. Eine Polizeistation. Und ein Shop. Ich habe hier immer noch eine Batterie dabei, ne? Ach, jo. Da war ja was, ja. Vor einer halben Stunde oder so. Das ist noch nicht mal eine halbe Stunde her. Vielleicht 10 Minuten oder so. So. Da müssten wir ja bald an eine Kreuzung kommen. Wollen wir irgendwann mal zum Levelende laufen? Oh ja. Lass uns fahren. Ja. Levelende. Ja, also da Weltende. Da fahren wir hin und erschießen uns gegenseitig. Ich fange an. Ja, ich habe gelesen, dass es dann halt nur Wiese geben soll. Die ganze Zeit. Einfach nur Wiese. Oh, Wiese. Der Knick hier gefällt mir nicht. Der die Straße da gerade gemacht hat. Ein Warming Up. Me too, I need a drink. Willst du was von meiner Kantine haben? Nö, nö, passt schon. Okay, da vorne ist ein Haus. Glaube ich. Ich hänge hier irgendwo fest. Jetzt geht's wieder. Voll am Abschnaufen, ja. Ey. Schlimm, ey. Okay. Ja gut, bei meinem kann ich's verstehen. Er hat immerhin... 18 Kilogramm Batterie auf dem Buckel. Was hab ich denn als schwerstes? Keine Ahnung. Ich habe auf jeden Fall nichts Schweres so. Ich glaube, wir müssen da rechts rum. Jetzt ist die Karte wieder abgeschmiert, ey.
Ich glaube, die Straße, die davon ist, das ist die Nüd-Sort-Verbindung zwischen Grishino und, wie heißt das Kaff da unten? Cabanio oder wie auch immer? Cabanio. Ja. This server restarts in 30 minutes. Okay. Müssen wir ein bisschen Gas geben hier. Ja. Was ist da drüben, das dann? Oder so. Aber schön, dass es hier eine Nachricht gibt. Ja, immerhin. I'm thirsty. Da vorne ist irgendwie so ein komisches Hütchen. Komm mal dahin. Genau. Ja, ich glaube, wir müssen der Straße, die hier läuft, nach rechts folgen. Wenn du das sagst. Richtung Sorden. Ich geh mal ein bisschen von der Straße weg. Und dann kommt da auf diese Seite ein kleines Hütchen. Ne? Das sieht aus wie so ein Umspannwerk, Mini-Umspannwerk. Ah. Ja, ich glaube, ich sehe das auch auf der Karte. Ach, das ist. Nee. Keine Ahnung. Ich verlasse mich einfach mal auf dich. Hatten wir schon mal, ne? Dann sind wir irgendwo in der Pampa gelandet. Ja, da warst du auch das erste Mal mit der Karte unterwegs, also. Oh, da kann man rein. Ja, aber da ist nix. Oh, ich dachte, da wird eine Pizza liegen. Ja, dieses Drehteil da, dieses Ventil. Ja gut, dann haben wir ja nur noch ein paar Minuten zu laufen. Über Stock und über Stein. Nein, 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 ich esse meine Suppe nicht. Meine Suppe esse ich nicht. Volles Brot, ey, der Däumling, da kommt irgendeiner mit einer riesen Schere und schneidet ihm die Daumen ab. Oh, was ist das? Ach, guck mal. Ist ein Fluss? Water. Ein Niederdrink. Ja, passt ja, ne? Jetzt bitte nicht, ja. Deine Füße sind nicht jetzt nass, oder? I have filled the canteen with. Okay. So, packen wir die Flasche weg und dann trinkbar. Das hier ist ein Pond. Nee. Ist ja voll mit beiden Beinen drin. Fill bottle. So. Ups. Weep. Achso, die andere ist voll. Trink. Wo ist denn hier das Wasser? Das ist hier gar nicht. Ach, da. Ja, okay. Ja. Soweit haben wir es gar nicht mehr. Okay. Komm, trink mal noch ein bisschen was. Einmal trinke ich jetzt noch. Ja, super. Gerade neben. Halt, Moment. Cancel current. I'm hydrated. Und hier hört der Fluss einfach auf. Ach nee, ist ja kein Fluss, ist ja ein Pond. So, bin ich jetzt nass? Hab mich nass gemacht. Nee, das ist schön. So. Boah, du bist mir aus dem Ohr gefallen. So. Mann, bin ich klein. Ich habe ein Kind im Ohr. Das ist aber ein kleines Kind. Da vorne ist eine Tanke. Ja, kenne ich. Voll schlimm, ey. Da vorne ist eine Tanke. Kennst du die Werbung mit, oh fuck, wie heißt das nochmal? Seitenbacher, ja. Seitenbacher Bergsteiger-Müsli. Bergsteiger-Müsli von Seitenbacher. Biobasisöl. Nee, da gibt's eine andere, die nervt mich auch zur Zeit irgendwie voll. Und zwar, ach Gott. Irgend so ein Quark.
Haus. Quäse. Nee, was macht der Frosch Quark? Was macht die Kuh Quark? Und dann. Ach so. Nee.